Zusammen, schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute stelle ich euch Photomator auf dem iPad oder für das iPad vor. Wenn ihr noch nie davon gehört habt, dann ist jetzt eine gute Gelegenheit, sich das mal näher anzuschauen. Eine wunderschöne App, die das Potenzial hat zu einer spannenden Alternative für Lightroom beispielsweise oder das Adobe-Ökosystem zu werden. Es ist zwar auch kostenpflichtig. Es ist zwar auch ein Abo-Modell, wie ich aber finde, zu sehr vernünftigen Preisen. Ich weiß nicht, ob die Preise hier aktuell sind und es ist halt in Dollar. Ich kann nicht ganz mitreden, weil ich habe mir die App seinerzeit, ich glaube, das war zu Beginn des letzten oder Ende des vorletzten Jahres, habe ich mir die noch in einer Lifetime-Purchase gekauft. Und das war dann, glaube ich, irgendwie 10 Franken oder sowas. Und weil ich die eben damals gekauft habe, habe ich jetzt quasi, falle ich nicht in dieses Abo-Modell und kann die App weiterhin nutzen. Ich glaube aber für rund 5 Dollar pro Monat, wenn man monatlich zahlen will, oder die 24 Dollar fürs Jahr, finde ich einen sehr vernünftigen Preis für das, was das Teil kann und was es kann, das stelle ich euch jetzt gerne kurz vor. Ich wechsle kurz aufs iPad, einen kurzen Moment. Ich synchronisiere da ganz kurz mein iPad auf den Mac. So. Und stelle euch das coole Teil mal vor. Gut, also wenn ihr jetzt sagt, ich will nicht mit Adobe arbeiten, sprich, ich will den Fotografie oder den Masterplan von Adobe nicht bezahlen, sondern ich setze lieber auf Tools wie Affinity Photo, verwalte meine Bilder vielleicht sogar mit Apple Photos, wer weiß, vielleicht habt ihr ein Cloud-Abo bei Apple, die iCloud, dann wäre das vielleicht eine interessante Lösung, die ich euch hier zeige. Und zwar kennt ihr ja Fotos, die Fotos-App, da habe ich ein paar Bilder drin. Nichts Außergewöhnliches. Wir widmen uns hier mal einem RAW-Bild und im Moment bin ich ja in der Fotos-App drin. Wenn ich aber hier in diese Pixelmator-App gehe, die gleich rechts hier ist, wenn ich da draufklicke, ich zeige das kurz mit dem Cursor hier, dann seht ihr, das sieht im Moment genau gleich aus oder fast genau gleich aus wie die App, wie die Fotos-App. Und die korrespondieren auch perfekt miteinander. Das heißt, wenn ihr ein Album in der Fotos-App erstellt, dann seht ihr diese Alben dann auch hier. Diejenigen, die hier eben nicht zu sehen sind, die sieht man deshalb nicht, weil es intelligente Alben sind, die ich auf der Desktop-App erstellt habe. Und aus mir nicht erklärlichen Gründen sieht man ja auf dem iPhone und iPad die Smart-Alben nicht. Sehr schade. Wie auch immer, ich wechsle jetzt mal hier auf dieses RAW-Bild drauf. Das ist eine RAW-Datei aus einer Fujifilm X-T4. Ich zeige hier kurz die Infos an, dann seht ihr eine X-T4 RAW oder ich müsste sagen DNG-Datei, weil leider unterstützt Photomator oder auch generell die Fotos-App unterstützt RAW-Daten von Fuji nicht, zumindest von der X-T4 nicht. Wenn man aber eine DNG-Datei erzeugt, dann geht's. Also die Photomator-App unterstützt DNG. Ich darf jetzt fast nicht sagen, dass ich Lightroom auf dem iPad genutzt habe, um die DNG-Datei zu erstellen. Aber da gibt's auch Apps dafür. Muss also nicht unbedingt mit Adobe sein. So, jetzt also mal ganz kurz demonstriert, was kann diese App, also alles in einem Film kann ich nicht abdecken. Aber wir haben zum Beispiel die Möglichkeit, ich blende mal kurz in den Einstellungen unten den Filmstreifen weg, der nervt mich nur. So, also wir haben grundsätzlich hier oben auf der linken Seite dieses Machine Learning Knöpfchen. Wenn ich den drücke, dann gibt es einfach eine Autokorrektur des Bildes, wie ich finde, in 9 von 10 Fällen nicht meinem Geschmack entsprechend. Ich bin generell, finde ich jetzt diese automatischen Korrekturen nicht der Hammer, auch wenn da noch so sehr künstliche Intelligenz
dahinter geschrieben steht. Aber ich habe meinen eigenen Geschmack und ich lade mir ja diese Apps runter, weil ich damit spielen will und nicht, weil ich will, dass mir der Computer alles macht. Wenn ich das wollte, dann würde ich mir zum Beispiel Radiant Photo, das Programm runterladen für den Mac, Windows, glaube ich auch. Und dann habt ihr eine brauchbare automatische Anpassung der Bilder. Will ich jetzt hier aber nicht. Also vergessen wir mal. Dann haben wir hier die Möglichkeit, das Bild künstlich hochzurechnen in der Auflösung. Ja, kommt ganz passabel. Wir haben hier die Möglichkeit zu retuschieren. Also ich könnte jetzt zum Beispiel hingehen und könnte sagen, ich retuschiere hier das weg. Und dann wird das ganz plausibel hier, wie ich finde, wird das hier wegretuschiert. Also wirklich gar nicht schlecht. So, ja. Kann halt, was es kann. Ich habe da keine großen Optionen. Ich setz das wieder zurück. Dann das Bild zuschneiden. Ja, können wir auch mit Machine Learning. Also dann versucht der Computer mir zu sagen, wie ich die Bildkomposition machen soll. Weg, weg, weg. Will ich nicht. Gut, will ich nicht. Was ich will, ist hier in die Korrekturen rein. Also ich habe hier drauf geklickt. Und jetzt seht ihr, wenn wir uns da mal durchbewegen, sofern ihr da unten drauf geht auf diese drei Punkte und sagt Anpassungen personalisieren, alle Anpassungen anzeigen, das empfehle ich euch, dann haben wir hier eine ganz schöne Menge, wie ich meine, an Korrekturen, die wir vornehmen können. Zum Teil Korrekturen, die es in Lightroom auch gibt und solche, die es in Lightroom nicht gibt. Weder in der Desktop-App noch auf der Smartphone- oder iPad-Version. Ich denke da zum Beispiel an einen Kanalmixer, finden wir in Lightroom nicht. Oder ich denke an Farbe ersetzen, aber alles der Reihe nach. Ich schlage mal vor, ich bearbeite das Bild einfach mal so ein wenig, weil das Coole ist, diese App, die unterstützt auch Ebenen, automatische Motiverkennung, und da kann man wunderschöne Sachen machen. Zum Beispiel kann man auch Presets, das sind die, die ihr da unten seht, die kann man im Gegensatz zu Adobe, kann man die auf eine Ebene legen, kann die benennen, kann die Ebene maskieren, also zum Beispiel Presets nur auf einen Teil anwenden und die Ebene dann in der Deckkraft reduzieren. Das ist etwas, was man auf der mobilen App nicht kann bei Adobe. Man kann Presets zwar in der Deckkraft reduzieren, man kann die aber nicht, die Presets, partiell auf eine Ebene legen. So, ich kann eine Maske erstellen, aber ja, ihr seht, das hier geht weiter. Okay? Also legen wir mal los. Ich versuche das jetzt hier über das Trackpad zu machen. Ich würde es lieber mit dem Apple Pencil, aber so seht ihr wenigstens, wo mein Mauscursor ist. Wie gesagt, wir bearbeiten hier eine RAW-Datei. Ich mache die mal ein klein wenig wärmer, so in der Sonnenuntergangsstimmung. Die Belichtung, die lasse ich mal stehen. Die Lichter will ich ein bisschen runternehmen, um da die Spitzlichter etwas zu rekonstruieren. Ganz schaffe ich es nicht, aber doch recht weit. Dann will ich mir die Schatten etwas aufhellen, nicht zu sehr. Das Bötchen hier, das kann ich dann über eine Maske noch aufhellen, wenn ich will. Kontrast brauche ich nicht. Das wäre dann Schwarzpunkt, den lasse ich mir stehen. Vielleicht etwas Struktur, wobei ich das dann lieber aufs Hauptmotiv setze, wie auch die Klarheit. Was noch ganz wichtig, witzig ist, ist hier die selektive Klarheit. Ihr könntet hier zum Beispiel sagen, ich gehe nur in die Lichter und hole mir nur in den Lichtern die Klarheit. Und jetzt seht ihr, wie zum Beispiel hier im Himmel oben, wie diese Wolken, wie die mehr Klarheit bekommen, währenddem im Meer, wo es wenig Lichter hat, hier wenig passiert. Seht ihr? Oder ich kann nur auf die Schatten wechseln. Und kann jetzt hier vor allem in den dunklen Tönen, Dreivierteltönen des Bootes oder hier bei diesen Steinen hier die Klarheit verändern. Finde ich extrem cool gelöst. So, hier schalte ich es wieder aus.
Dann Farbe und Sättigung ist, glaube ich, klar. Mit Lebendigkeit und Sättigung, da können wir die Dynamik etwas hochschrauben. Ist vergleichbar mit der Dynamik von Adobe. Selektive Farbkorrekturen haben wir auch, ist selbsterklärend. Können wir hier umschalten? Nee, können wir nicht, sorry, können wir bei der Farbbalance. Auch da gibt es so einen Machine Learning Button. Wenn ich den drücke, versucht die App automatisch die Farben ein bisschen im Histogramm anzupassen. Finde ich hier nicht gelungen, setze ich zurück. Dann haben wir sehr schön gelöst die Farbbalance. Auch hier wieder, wie wir es bei Adobe kennen, mit diesen drei Schiebregeln, wo ich dann Lichter, Mitteltöne und Tiefen separat hier im Farbton, also im Hue, in der Sättigung hier oder in der Helligkeit hier anpassen kann. Also ich kann zum Beispiel die Lichter noch etwas mehr in die Wärme ziehen und kann die Lichter gleichzeitig hier etwas abdunkeln und dann kann ich hier wieder etwas Gegensteuer geben, damit die nicht zu sehr weg, fressen. Ich kann hier das Ganze aber auch umstellen in die Schiebregler und dann sehe ich das klassisch. Schatten, Mitteltöne, Lichter und habe dann hier die Möglichkeit, die Schiebregler so zu schieben. Ich habe es lieber mit den Farbrädern hier. Es gibt auch noch einen Masterregler, der dann quasi hier über das ganze Bild geht. Ich gehe hier wieder zurück in die Dreiweg. Dann haben wir Gradationskurven und zwar ganz, 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 ganz cool. Das kann Adobe nicht. Wir haben eine Luma-Kurve. Das kennen wir zum Beispiel aus Capture One. Dort gibt es Luma- und RGB-Kurven. Die Luma-Kurve wäre eine Gradationskurve, die nur die Luminanz antastet, nicht aber die Sättigung. Das wäre wie wenn ihr in Photoshop die Gradationskurven verändert und die Füllmethode, den Modus anschließend auf Luminanz stellt. Finde ich sehr cool gelöst. Wir haben auch Pipetten hier, wo wir zum Beispiel hinklicken können. Sagen wir hier und dann entsprechend nur diese Tonwerte verändern können, wenn wir wollen, mit diesem Targeted Adjustment Tool und so. Ja, nett. Ich mache hier in RGB ein bisschen mehr Kontrast ins Bild rein. Farbersatz, da könnte ich jetzt hingehen, bringt es in diesem Bild nicht. Ich zeige das kurz anhand eines anderen Bildes. Ich bestätige kurz mit OK. Ändern und wechsle mal kurz in diese RAW-Datei hier rein und gehe da auf Farbersatz. Da könnte ich jetzt zum Beispiel mit der Pipette sagen, ich hole mir hier das Gelb und ersetze mir das Ganze in Blau und kann jetzt hier die Farbe ersetzen, kann hier mit dem Bereich sogar noch sagen, wie viel von diesen Gelbtönen mitgenommen werden sollen und wie stark die Korrektur sein soll. Und dann habe ich hier also so die Möglichkeit, Farben zu ersetzen. Finde ich auch noch ganz nett für eine App. Also das ist schon fast Photoshop Affinity Photo Niveau, wenn ihr wollt. Gehe wieder zurück auf mein Bild, das wir hier haben. Übrigens, das ist non-destruktiv. Ihr seht das, wenn ich jetzt hier auf meine Split View gehe, dann habe ich immer noch die Möglichkeit, das Original mir anzuzeigen, obwohl ich zwischenzeitlich das mit OK bestätigt habe. Jetzt kann ich hier einfach weitermachen. Gut, dann gehen wir hier etwas runter. Verblassen, ja, da kann ich das so ein bisschen einen ausgewaschenen Look machen, wenn man will. Okay, nett. Ich kann das Ganze zu schwarz-weiß wandeln, dazu später mehr. Hier mit den üblichen Verdächtigen, hier sogar noch die Möglichkeit über eine Deckkraft, wo man also das Schwarz-Weiß über das Farbbild legen kann, wenn man will. Sepia-Look, Kanalmixer, wie gesagt, ich kann hier das Ganze umkehren. Wäre gedacht, wenn ich zum Beispiel ein Negativ abfotografiere, einscanne, kann ich es hier umkehren. Ich kann Color LUTs anwenden, dazu später mehr. Ich kann hier zum Beispiel hier Lookup Tables anwenden. Ich lasse das mal sein. Ich kann Vignetten erstellen, ich kann schärfen, allerdings nur mit einem Radius, der viel zu hoch ist, muss man immer etwas runtergehen und einer Stärke.
Da soll aber künftig noch mehr kommen, weil das ist zu wenig, bin ich der Meinung. Da will ich mehr Kontrolle und ich habe die Körnung. So, das wären mal die Korrekturen. Dann gäbe es zusätzlich noch die Möglichkeit, hier in den Punkten zu sagen, das Ganze entrauschen. Ich mache das mal. Dann wird das ganze Bild entrauscht, auch so mit einer, ja, KI wird es genannt, aber das Bild wird einfach analysiert. Ich nehme mal an, primär aufgrund der ISO-Einstellung. Und dann sieht man am Schluss, das entrauschte Bild ist okay. Sieht nicht, gar nicht so schlecht aus. Also ich finde vielleicht teilweise etwas stark. Wenn wir dann aber hier mit dem Schärfen Gegensteuer geben, dann kommt das meines Erachtens ganz gut hier. Okay? Und wir hätten auch die Möglichkeit, dann hier oben nebst dem Entrauschen auch noch zu sagen, ich will die Anpassungen kopieren und auf ein anderes Bild einsetzen. Allerdings habe ich jetzt gemerkt, werden hier nur die Anpassungen auf der untersten, also auf der Grundebene kopiert. Ebenen, die ich drüber lege, die werden nicht mit kopiert. Ich hoffe, das kommt noch. Außerdem gibt es dann eine Möglichkeit, das Ganze zu exportieren. Da kann man sich auch Presets erstellen. Ich könnte also auch in TIFF 16 Bits exportieren, wenn ich will, oder sogar non-destruktiv mit allen Ebenen enthalten. Jetzt wollen wir aber noch ein bisschen weiterspielen. Unbedingt, zwingend, weil das Coole kommt jetzt erst noch. Ich kann jetzt zum Beispiel nämlich sagen, ich gehe da aufs Plus und wähle den Himmel aus. Himmel wird ausgewählt, relativ gut. Und jetzt könnte ich hier zum Beispiel nur den Himmel mit den Lichtern noch etwas reduzieren. Ich könnte nur in den Himmel, wenn ich wollte, sagen wir, ja, was soll ich sagen? Gehen wir vielleicht hier mit dem Himmel noch ein bisschen kühler oder ein bisschen wärmer. Ja, wie es der Geschmack halt beliebt, können wir hier arbeiten oder ein bisschen mehr oder weniger Lebendigkeit noch, das, ja, ganz wie der Geschmack es will. Mal schauen. Ja, ich lasse es mal so stehen. Was ich aber zum Beispiel möchte, ist, ich gehe dann nochmal aufs Plus und hole mir einen Linearverlauf und ziehe mir jetzt diesen Linearverlauf mal nur von oben bis etwa in die Mitte des Himmels und möchte vielleicht nur oben die oberste Spitze, vielleicht sogar ein bisschen diagonal, die möchte ich etwas kühler hier. Also wir haben auch lineare Verläufe. Und das Schöne ist, wir können die auch benennen. Wenn ich da zum Beispiel auf die drei Punkte der Ebene klicke, kann ich die umbenennen und sagen Himmel oben oder sagen wir einfach Himmelblauer. Hier Himmel ist selbsterklärend. Dann gehe ich aufs Plus und sage zum Beispiel, ich hätte gerne das Motiv ausgewählt. Und jetzt wird hier schon relativ gut dieses Bötchen erkannt und ich kann dann hier auf diese drei Punkte klicken und kann zum Beispiel sagen, ich subtrahiere mit dem Pinsel und jetzt wechsle ich kurz auf meinen Apple Pencil und subtrahiere hier kurz das, was es irrtümlicherweise als Motiv verstanden hat. Das werde ich jetzt hier kurz wegmalen und werde dafür wenn ich jetzt da wieder hochgehe, nochmal auf Motiv, gehe da nochmals drauf und sage hinzufügen, Pinsel und werde hier noch diese Bereiche dazu malen und vielleicht hier unten das Ganze noch etwas weicher auslaufend. Ich könnte mir auch überlegen, vielleicht sogar hier, ja, muss jetzt nicht so genau sein, einfach um es zu illustrieren, um es zu zeigen, dass ich hier noch kurz teile. Hier mitnehmen kann und dann werde ich hier einfach ganz wenig die Schatten noch aufhellen und vielleicht sogar hier dann etwas Struktur in dieses Bötchen und sogar noch ein bisschen Klarheit hier hineingeben. Okay? Und jetzt wird es ganz cool, wenn ich jetzt aufs Plus klicke. Moment, Moment, Moment. Ich will hier, ja, Motiv passt vom Namen, okay? Jetzt gehe ich hier nochmal hin und sage, ich hätte gerne Korrekturen. Und jetzt, wenn ich mir hier mal die Korrekturen wegblende und mich mal nur auf diese Presets hier konzentriere, jetzt habe ich hier die Möglichkeit,
verschiedene Presets anzuwenden, auch zum Teil schöne Schwarz-Weiß-Presets. Ich muss mit der Maus nur drüber fahren, dann wird automatisch angezeigt, wie die halt eben wirken. Und damit ihr mir jetzt da nicht ewig zuschauen müsst, werde ich jetzt einfach mal ein Preset nehmen, sagen wir dieses total kitschige Preset. Und wenn ich wieder wechsle auf meine Korrekturen, dann habe ich jetzt hier oben die Korrekturen. Ich benenne die mal um. Ich sage einfach mal Preset 1 oder Preset, okay. Dann habe ich jetzt hier die Möglichkeit, die Deckkraft des Presets abzuändern. Also ich kann die abschwächen. Und ich kann sogar nachträglich auch hier noch sagen, dass ich zum Beispiel hier wieder subtrahieren möchte und kann dann Bereiche wegmalen, die ich nicht mit diesem Preset entsprechend versehen möchte. Ich kann die jederzeit ein- und ausblenden und mir hier anzeigen lassen, wie das Bild aussieht. Wenn ich fertig bin, klicke ich einfach auf OK. Ich ändere das Ganze. Und das Coole ist, das ist, auch wenn ich das Bild schließe, das ist immer noch non-destruktiv, das Ganze. Und wenn ich jetzt zum Beispiel die Fotos-App öffne, dann sieht die Korrektur hier genau gleich aus. Ich kann hier nicht auf Bearbeiten klicken, weil dann würde die Fotos-App da reinschummeln. Aber die Korrektur wird erkannt und ich könnte die hier bei diesen drei Punkten sogar zurück zum Original zurücksetzen, wenn ich wollte. Mach das jetzt aber nicht. Okay? Das finde ich schon cool. Also ich kann da jederzeit im Photomator wieder rein, kann hier in die Korrekturen und habe vollen Zugriff auf alle meine Korrekturen. Wenn ihr euch jetzt fragt, was passiert im Hintergrund, wieso ist das non-destruktiv, die Korrekturen, die werden, wenn ich das Ganze hier mal schließe, ich breche mal ab und werde hier kurz in meine Dateien wechseln. Jetzt seht ihr, wenn ich da in die iCloud Drive gehe, habe ich hier den Ordner Photomator. Und da habe ich Linked Files. Und hier drin werden die Anpassungen reingeschrieben, die ich an den Bildern vorgenommen habe. Das war zum Beispiel ein erster Test, der wird nach wie vor gespeichert. Also ich könnte quasi auch zu dem zurück, will den aber nicht mehr. Das war noch ein anderes Bild. Und ihr seht, also das ist relativ groß. 286 Megabyte mit all diesen Ebenen. Aber dafür ist es non-destruktiv. Und ich könnte das jederzeit in den Voreinstellungen ändern. Wenn ich hier oben auf dieses Zahnrad klicke, hätte ich die Möglichkeit dann bei der Bearbeitung zu sagen, dass ich die Änderungen nicht bewahren möchte und dann werden die nicht zerstörungsfrei gemacht und dann habe ich auch nicht diese Datenmenge. Was ich aber lieber empfehlen würde, ist, ihr könntet natürlich hier sagen, wählen, wählt dann mehrere Bilder aus. Und habt dann die Möglichkeit zu sagen, dass ihr die Bilder hier zum Beispiel teilt oder ihr sagt hier unten zwei Bilder bearbeiten, mehr Arbeitsabläufe und dann habt ihr hier unten vom Photomator die Presets exportieren und könnt hier auf Presets zugreifen, von denen ihr auch eigene erstellen könnt, hier mit diesem Pluszeichen und da könnt ihr zum Beispiel das Ganze als JPEG exportieren. Also die ganzen Änderungen werden dann reingerechnet in die Bilder. Ich sichere die in den Bildern und jetzt habe ich hier einfach nebst der RAW-Datei die JPEG-Datei bekommen und könnte, wenn ich wollte, jetzt hier die Korrektur löschen. Sagen wir zum Beispiel hier beim Hund, wenn ich die nicht mehr will, dann setze ich die einfach zurück, und weg ist das Ganze. Wobei, da habe ich gar nichts mehr drauf, wie ich sehe. Ich wechsle jetzt noch kurz auf meinen Mac rüber. Ich hoffe, ihr seid noch nicht müde. Nur ganz kurz, um das noch abschließend zu demonstrieren, wenn ich kurz das Spiegeln jetzt hier ausschalte und hier auf dem Mac einfach kurz die Fotos-App öffne und hier auf die Mediathek wechsle, dann sieht man, dass die Korrekturen auch hier Einzug gehalten haben. Also auch hier kann ich per Doppelklick rein, kann mir die Korrekturen anschauen und könnte, wenn ich wollte, die Korrekturen auch hier zurücksetzen.
Also das ist schon ziemlich cool, dieses Zusammenspiel. Und da kommt noch mehr. Es gibt eine Roadmap. Wenn ihr auf die Webseite des Herstellers geht, ich verlinke euch die, dann seht ihr eine Roadmap, was noch alles kommen soll. Zum Beispiel einen Dehaze-Regler oder eben weitere Schärfemechanismen habe ich gesehen und noch viele andere coole Dinge, die kommen sollen. Also das ist schon eine Ansage. Finde ich jetzt. Ich werde deswegen Lightroom nicht wegschmeißen. Ich werde weiterhin mit Lightroom arbeiten, finde aber die App sehr gelungen und kann euch nur empfehlen, die zu testen. Also ich finde, finanziell wird man damit nicht ruiniert. Die App ist sehr schön gelöst und der Hersteller ist transparent. Man weiß, da kommt noch was. Ja, coole Sache. So, ich wünsche euch viel Spaß beim Ausprobieren, wenn ihr denn wollt. Euer Michel Meierle.